Miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen werden. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklaven halten miteinander, miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen werden. Ich habe einen Traum. Die rauen Orte geglättet werden und die Unebenen werden begradigt und die Herrlichkeit des Herrn wird dann offenbar werden und alles Fleisch wird sie sehen. Das ist unsere Hoffnung. Einen Traum,
das eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel. Und jeder Berg erniedrigt wird. Ich habe einen Traum. Einen Traum. Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung den Stein der Hoffnung zu hauen, den Stein der Hoffnung zu hauen. Den Stein der Hoffnung zu hauen, den Stein der Hoffnung zu hauen.
Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, zusammen zu arbeiten, zusammen zu beten, zusammen zu kämpfen, ins Gefängnis zu gehen, zusammen für die Freiheit aufzustehen, in dem Wissen, dass wir eines Tages frei sind.